Hi, ich bin Fub. Ich spiele Flex bei den Baltikiel Deckschrubbern in Kiel. Geil ist an Rainbow halt, man muss mit dem Team zusammenspielen, andernfalls geht es überhaupt nicht. Du kannst nicht alleine durchfragen, es geht einfach nicht. Deshalb finde ich das so geil, diese Teamkommunikation, und das macht Rainbow auch aus. Wir kommen alle aus Kiel, auch das zweite Team kommt komplett aus Kiel, also auch wirklich 5 out of 5 Stack. Da habe ich extra damals drauf geachtet, weil für mich es wichtig war, dass wir halt auch so ein täglich treffen könnten oder auch insgesamt treffen können, mal in der Mensa oder sowas. Wir haben Wechselnamen, klar, Torpedos damals und jetzt Deckschrubber. Die kamen dann immer so, ja, wir haben so ein paar Namenvorschläge, hier sucht euch mal was raus. Und Deckschrubber kam gerade auch deshalb in Frage, weil der Kürze davon halt IIDS ist, was wir ganz lustig fanden, deshalb haben wir das genommen. Unsere Stärke, finde ich, ist definitiv unsere Kommunikation. Dadurch, dass wir uns auch persönlich kennen und gute Beziehungen zueinander haben und manchmal in der Mensa halt essen gehen zusammen, finde ich, dass unsere Kommunikation sehr, sehr gut ist. Unsere größte Schwäche ist aber definitiv noch Aufbau und sagen genau, was zu tun ist. Da hapert es bei uns noch ein bisschen, aber das kriegen wir auch mit ein paar Scrims noch auf die Reihe. Also ich habe ja mal früher den letzten Seasons sehr viel Clash gespielt. Das war früher dann auch ein ganz guter Operator, habe ich sehr gefeiert. Gegen den würde ich sehr ungern spielen, weil wenn es echt guter Clash-Spieler ist, bringt er uns, glaube ich, sehr, sehr schnell aus der Attack raus, also aus dem Aufbau. Operator, den ich gar nicht spielen kann, Echo. Ja, unser Lieblingsgegner ist Hamburg, gerade auch aus dem Grund, weil wir ziemlich gleich spielen, dieselben Probleme haben, selben Aufbau haben, unsere Scrims immer sehr erfolgreich waren, was Lernen angeht, wie man gegeneinander spielt, beziehungsweise wie man gegen andere Teams spielt. Da gab es eine lustige Szene einmal, da hatte ich die neuen Einstellungen gecheckt, wo man halt den Crosshair einstellen kann, also beziehungsweise das Visier. Und da gab es so ein Feld, was Opacity heißt. Und da hatte ich gefragt, was ist denn Opacity? Und das habe ich legit ernst gemeint. Und deshalb ist das jetzt so eine Art Insider. Dann sieht man sich auf dem Schlachtfeld. Uff, das war cringe, oder?